So. Macmillan-Anwesen? Oh, ich hasse diese Map. Ich hasse die Farm. Wobei bei der Map mir was richtig Lustiges eigentlich passiert ist. Hinter dem Haus, auf der rechten Seite war die Luke und ich hatte Leatherface als Gegner. Und ich war halt in der ganz hintersten Ecke von der Map, also halt beim zweiten Ausgang, nicht bei dem hier. Und hab da halt einen Generator gemacht. Das war halt nur noch ich, Leatherface, ein Generator und die Luke. Und er hat die ganze Zeit die Luke bekämpft, weil ich den halt gesehen habe. Dann bin ich halt wieder zurückgeschlichen, hat mich nicht bemerkt. Und hab dann halt mutterfröhlich den Generator weitergemacht. Auf einmal habe ich ihn gehört. Okay, die sind da ganz hinten. Ich sehe den nicht. Hab das nicht mehr auf Stufe 2. Nee, ja. Oh. Der wurde aus dem Schrank rausgeholt. Okay. Ah, Kettensägen, Billy. Naja, er kam dann auf einmal zu mir zu, auf mich zugelaufen. Und ich bin dann in die andere Richtung gegangen. Und dann bin ich zur Luke gegangen. Und er denkt sich nur so, ja, scheiße, shit happens. Also, richtig schön verarscht. Aber die sollten mal das Spiel ein bisschen ändern, weil es auch ein bisschen kacke, wenn ein Überlebender da ist und der Killer die Luke gefunden hat oder so. Das ist einfach nur so ein Katzen-Maus-Spiel. Quasi müsste man das eigentlich wirklich so machen, dass die Luke genau da erscheint, wo gerade der letzte Überlebende ist. Okay, er verfolgt die Fang weiter. Die Fang geht ganz in den Keller rein, ist die verrückt? Lol, der Typ freut mich, die ist im Schrank drin. Und dann auch noch mit einer Lautstärke, ey. Na, ist ja auch kein Ey, das ist Wunder. meine Kiste. Du. Du. Hey, du hast einen Koffer, verdammt nochmal. Ich jetzt auch. Wenn du das machen willst, wollen wir sie retten? Weil der wird safe hier hochkommen. Wird er auch. Wenn er dich verfolgt, lockst du ihn weg. Die ist schon tot. Ah! Ich glaube, er dachte, er wäre cleverer als ich und denkt, dass ich jetzt in den Keller gegangen bin. Pustekuchen, mein Freund, das bin ich nicht. Bye bye, have a great day. Ich bin weg. Ah. Die andere hat sich auch einmal auch schon disconnected, also pff. Die wollte wieder zurück auf Rang 20, habe ich gehört. Los, renn rüber. Yes. Oh Gott, pass auf, er aktiviert die Kettensäge. Mich in den Keller. Du denkst doch geschafft. Ach, hier ist die Luke. Echt? Ha. Ja. Ach, und er kennt sie auch noch. Als Gitter. Das
Wenn der campt, dann kann ich ja in Ruhe den Generator hier hinten machen. Er patrouilliert, aber bei mir ist auch noch jemand. Na, dann passt das ja. Aber schön, dass da hinten die Luke ist, dann weiß ich ja wenigstens Bescheid. Schön, dass er mich tot ist. Na, typisch Camper, ne? Nein! Zurück zur Luke. Ein ganz gemeiner. Ich weiß. Ich sehe ihn, er läuft ja die ganze Zeit neben mir. Ja, komm, 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 komm! Yes! Renn zum Tor, das ist offen. Noch haben wir Borrow Time. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir! Hierhin! Hierhin! Oh. Fuck. Yes! 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 Fucking Camper, du kriegst keine Punkte hier! Ja, das ist wirklich einfach so, das bringt mir einfach gar nicht. Nö, überhaupt nichts. Alter. Also viel fehlt nicht mehr zu Stufe zu Rang 12. Oh. Oh, da hat's gerade unten bei mir geklingelt. Okay, verfallener Kuhstall. Ich wollte schon Kuhstuhl sagen. Ich bin auch ein Kuhstall. Ich gehe rein und arbeite da dran. Und wir sind fast fertig. Michael Myers! Ah, schade. lol. Fang 1, Fang 2. Was war das da gerade? Ich dachte, so wie vorhin wird. Und so. Ah, der Techniker. Wäre auf Stufe 3 wahrscheinlich. Der Perk ist eigentlich gar nicht mal so scheiße. Vielleicht muss ich mir den auch mal langsamer holen. Oh! Ich. Michael! Ey, Michael. Es war eigentlich am Anfang nur ein Spaß, weil ich dich erschrecken wollte. Auf einmal ist es ja wirklich. Alter! Was? Direkt hinter ihm. Ich rieche sein Parfüm. Ey, das Schlimme ist, ich habe mich ja hinter den Heuballen versteckt, ne? Einfach nur, weil ich gedacht, okay, gut, der hat mich ja eigentlich noch gar nicht, der konnte mich noch gar nicht sehen, weil die anderen da rumliefen. Nein, er hat sie dann noch einmal so hingedreht, dass er dann noch einmal auf mich geguckt hat. Ah! Was? Wie schnell? Ah! Nein! Er bleibt hinten stehen, ich bleib hinterm Baum stehen. Schleiche so um den Baum herum, um zu gucken, wo der gerade ist. Hört sich vor mir. Er hat also meinen Griff. Geht er von hier weg? Ja.
ein bisschen hier herum, patrouilliert anscheinend. Er sucht nach dir. Boah, wäre er noch ein bisschen weiter hierher gekommen, hätte er mich sogar gefunden. Ja. Nee, der guckt. Nee, er läuft ja einfach noch falsch, also er guckt gern. Okay. Mir egal, ich fahre nicht im Radius. Er rennt hinter dir her. Ich bin jetzt im Eisfeld, da hat er keine Chance. Sicher? Bei mir klappt das irgendwie so nie, dass ich die im Maisfeld abhängen kann. Sag ich doch. Ey, ich verstehe es nicht. Um die Ecke geschlagen. Ich war hinter ihm. Guck mal, er schlägt. Also er schlägt, während er schlägt, bin ich halt zur Seite ausgerichtet, weil ich direkt hinter ihm bin, ne? Dann schlägt er halt daneben. Hat auch zweimal hintereinander geklappt und am dritten Mal, kurz bevor ich hochklettern konnte, hat er mich getroffen, obwohl ich nicht mehr wieder. Wer hätte ihn denn bitte schon aufhängen? Im Keller? Ernsthaft? Nee, oder? Der bleibt da echt stehen? Der facecampt jetzt? Ernsthaft? Oh, und komm mal hoch. Wenn der Teammate Nate ist. Wo du bist oben, ne? Ey, das ist doch jetzt scheiße! Vielleicht sollte man denen ja schreiben, Typer, wir sehen dich. Gut. Er läuft gerade auf. Okay, wenn ihr beide jetzt hinkommt. Nee, der andere läuft jetzt natürlich weg, ne? Ja, versucht ihn zu retten. Egal, passt schon. Oh, Entschuldigung. Aber selbst davon ist er sicher nicht ablenken. Das wäre jetzt gut, wenn er hier hinkommen würde. Eigentlich ja. Wieso rennt der Typ einfach jetzt? Ich weiß nicht, was der vorhat. Aber irgendwie im... Hä? Ernsthaft, da geht das wirklich runter? Oh nein, natürlich. Ja, jetzt liegen beide. Pech gehabt. Was ist auch so doof? Die hat nicht umsonst nicht angefangen, Fluchtversuche und so Zeug zu machen. Dadurch, dass sie halt verwandt hatte, wollte die halt, dass wir die Generatoren machen. Wollen wir versuchen, den Typen zu retten? Bringt doch nichts, der wird doch ebenfalls da stehen. Ich gehe trotzdem mal in die Nähe dahin. Und sobald ich da den Herzschlag habe, hau ich wieder ab. Schau mal kurz den Totem kaputt. Oh Gott. Ich glaube, der hat ein absolutes Cancer-Set. Ich warte einfach so. Versuche mal hochzulassen. Pass auf, komm da weg da. Okay. Hauen wir ab. Bevor wir auch noch sterben. Ich muss ein paar Paletten um.
bleib. 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 Und weg. Was für ein Arsch, ne? Weil das Schlimmste dabei auch noch ist, der hat heimtückisch. Was macht das denn? Wenn er zwei Sekunden in einer. Wenn er halt zwei Sekunden still steht, ist also sein. Ja, ist sein Terrorradius halt komplett null. Das sah ihm gerade so aus, als wäre er doch auf Diabolik 3. Der war auch noch auf Diabolik 3. Hä, was? Er hat es am Ende noch geschafft, hat mich gehittet, aber er hat mich halt rausgeschmissen. So. Yes, jetzt bin ich wirklich Stufe Rang 12. Noch 30 und ich hab 15 erreicht. Woo! Ja, ich glaube, der hatte keinen Bock mehr auf uns. Ah, guck mal hier, heimtückisch auf Stufe 3, monströser Schrein. Das ist schon das Licht, das ist ein komplettes Cancer-Set, ey. Wenn er jetzt erlischendes Licht nicht gehabt hätte, sondern Erregung. Boah, pff. Oder Barbecue und Chili, das wäre mega eklig geworden. Da kriegt sogar der dickste Mann Probleme. Dann geht er auf einen drauf und die anderen drei kloppen von hinten drauf. Trotzdem ist einer tot. Oh nein! Ruin! Ich hoffe nicht, dass ich die Hexe esse. Am besten immer nur ganz kurz antippen und halt nicht zum Fähigkeiten-Check kommen lassen. Das ist Hillbilly, glaube ich. Fuck. Ich suche dieses das scheiß Tote. Okay, dann mach ich den Generator weiter. Ah, perfekt. Warte mal. Eventuell mit einer Karte? Hast du eine Karte? Nee, aber ich habe hier ja die Kiste noch. Vielleicht, wenn ich eine Karte kriege, die gut ist, kann ich dann. Nee. Hä? Es gibt doch die Halloween-Dinger? Okay, der Killer scheint beim Sino zu sein. Oder beim Wassertank. So. Es war ein Totem, ist aber das Falsche. Da ist auch noch ein Totem, ist aber auch das Falsche. Versuchst du noch ein Totem, ich arbeite an der nächsten Generator weiter. Ich glaube, es bringt nichts, wenn zwei nach dem Totem suchen, oder? Eigentlich schon, aber naja. Ach komm! Das ist der Fallensteller übrigens. Nicht weil ich ihn gesehen habe, sondern weil ich eine Falle gefunden habe. Ich hab noch keine gesehen. Ach, muss man ja aufpassen. Ja, leider. Ich hoffe, der ist nicht schlau genug und platziert die Falle etwas weiter weg von dem Totem. Nämlich. Wäre schlecht. Ja, wenn er die
etwas weiter vom Totem weg, dann tot wäre das schlecht für uns, weil ich würde jetzt so drauf achten, ob das direkt vor dem Totem ist oder nicht. Nicht wirklich. Ich würde direkt zum Totem rennen und hätte eigentlich andere Sorgen. Hab's gefunden. Hast du? Das ist gut. Ja. Wo waren das überhaupt? Das ist hier der Keller. Ja, im Keller. Oh, ernsthaft? Ah, ich sehe dich. Ich glaube. Wie heißt das andere? Nervenkitzel der Jagd? Ja. Ich hoffe, der hat das nicht. Hängst du die eine ab? Ich mach das Tote. Ja. Ich versuch's. Falle? Wo ist denn die andere jetzt? Alter. Sehr schön. Ja, gut, ich war ja nur oben und was. Aber man kann sich auch sterben lassen. Aber es ist auch wahrscheinlich ein Facecamper. Nein. Ich war kurz davor runter zu gehen. Oh, okay. Er ist kurz weggegangen, eine Palette kaputt zu machen, dann ist er wieder reingegangen. Also nicht runter, aber in die Hütte rein. Aber auch nur um da kurz reinzugucken, dann hast du wieder rausgegangen und danach wollte ich da reingehen und dann nicht so. Gott, er hat mich nicht gesehen. Ich hoffe, dass wenn die Skillchecks ganz am Anfang sind. Man hört den Ton, das Ding kommt und du musst sofort drücken. Shit. Er hat den Niedergang, wenn du das weißt. Ruin ist aber so ein nerviger Perk, ey. Nein, ich bin seine Arme. Aber man kann es halt auch ohne Ruin. Also, ich habe auch einige Games, da haben die halt alle Generatoren gemacht. Niemand hat sich um Ruin gekümmert. So bescheuert. Jetzt im Haus. Ich glaube, er will den Generator treten. Danach wird er eventuell wieder sein. Willst du nicht direkt hochfallen oder gehen weglaufen? Also, oh mein Gott! Der hat mich nicht gesehen? Ja, der Fokus. Der kam direkt von hinten. Der war direkt hinter mir und ist an mir vorbeigegangen. George ist ein guter Mensch. Siehst du mich? Ja. Ich muss aber eben gerade selbst noch in Deckung bleiben wegen Killer. Okay, ich bin hier hoch. Ja, ich bin schon da. Was machst du dich? Ich hab mich selbst angefasst. Ich finde das lustig, Sani Kasten ist eigentlich weg, ne? Aber er kriegt trotzdem noch den Bonus. Irgendein Generator machen, der hinten ist. Und hoffentlich noch hier ist. Ja, da hinten. Ah, Moment. Hast du
Da habe ich doch beinahe wieder was vergessen. Das Leben mit der Falle. Okay, George, du schaffst es. Ich glaube an dich. Nein, schafft er nicht. Hä, what the fuck? Was ist nur mit den Leuten hier los? Soll ich runtergehen und meinen Glitz versuchen, ob ich einen lila Schlüssel finde? Nee, das funktioniert doch sowieso nie. Ich versuche. Ah, was dann gefunden hat. Maki, dürften wir den jetzt gar nicht fertigstellen, aber er kommt ja schon. Oh, warte, er kommt von der rechten, linken Seite. Also quasi eigentlich da, wo du hingerannt. Oh nein, er ist hinter mir her. Alter, was? Der war doch nicht davor, shit! Ich wollte das doch gar nicht! Oh nein! Wieso, wenn das Ding so weit, so nah dran ist, wieso muss ich mein Glück versuchen und versuchen zu drücken? Wieso bin ich so doof? Okay, er platziert gerade eine Falle an der Palette. Hat sich entfernt. Von da kannst du ruhig kommen, da ist keine. Was machst du da? Der ist ja nicht mehr. Da hinten bei der Palette ist die Falle, also nicht da hinten in den Latschen. Er ist bei mir, du kannst dich ruhig hochfahren. Naja, ja, mach ich schon. Wirklich immer fleißig. Ja, Hügel rauf. Ein Gen, genau. Ja, finde den mal. Oh, hier ist einer, aber hier ist keine Palette mehr. Och nö. Ist er bei dir? Hier ist eine Palette. Oh fuck! Wieso dreht er sich auch da gerade zu mir rum? Nee, diesmal nicht. Nein! Wann hat er denn die da hingelegt? Ich bin sowas von tot. Such die Luke. Such die Luke. Könnt ihr noch helfen? Ah,
Arsch auf. Okay, bei mir ist kein Herzschlag mehr. Der wird wiederkommen. Dein ist die Sache, aber der kann man nicht reden. Ja, oder so. Er kommt. Hä? Oh! Leute, wie kann er seitlich schlagen, als ob sein Arm so verkrüppelt wächst? Anscheinend. Fuck. Vor allem, vor dieser Runde habe ich genau das eine Perk weggenommen, was uns jetzt ein bisschen geholfen hätte, glaube ich. Dass wir schaffen das, hätte ich jetzt sofort hoch rein können. Hm. Hat er da irgendwo in der Nähe eine Falle gelegt? Das ist voll weggegangen. Das ist doch nicht normal. Da hinten ist er. Da. Auf dem Hügel. Ja, deswegen. Meinst du, da oben ist die Hedge? Ich glaube nicht. Könnte aber gut möglich sein. Die Generatoren, die halt noch da sind, werden von ihnen abgecampt. Das ist das Problem. Sind die nah beieinander? Ja. Hier haben wir gar keine Chance gerade. Sprich, eigentlich muss sich einer von uns beiden opfern. Ich würde erst gegen die Luke haben. Also hier oben ist sie zumindest schon mal nicht. Macht doch eigentlich keinen Sinn, die Luke ist immer auf dem Boden und nicht auf einem Berg. Doch, der kann auch auf dem Hügel drauf sein. Das macht aber gar keinen Sinn. Aber da ist sie öfters. Haben die Scheiße. Doch durch den Stein gemacht. Ich hoffe, das hat er jetzt nicht mitbekommen. Ja, nee, ist klar! Was? Wie hat er denn das jetzt gehört? Wie konntet ihr das denn jetzt mitbekommen, dass ich in den Schrank gegangen bin? Bist du geschlichen, oder? Ich bin nicht reingesprungen. Bist du normal reingegangen? Ja. Ich hab die gerade gehört, die ist aufgegangen. Dann schnapp sie dir. Ich weiß nicht wo. Meinst du, ich tritt in die Falle rein, wenn ich außen rumlaufe? Oh, ich weiß es nicht.
versuch's jetzt irgendwie. Scheiß drauf, Risiko. Oh fuck, ich glaube, das schaffst du nicht. Was? Ey. Das meine ich, ich fahr hinter ihm. Ach, der hat dich dahin gebracht? Ja. Ich hatte noch ein großes Stück vor mir, aber wenn er einen absetzt, dann ist er ein Fortschritt halt. Dann hilft er ihm, die Schweiz zu regeln. Oh Gott. Franklins Niedergang, Alter. Vor allem, wir hätten es eigentlich alle schaffen können, wenn dieser Mohammed-Typ gekämpft hätte. Aber guck mal, es ist ein Rang 20er. Warum wird überhaupt ein Rang 20er zu Rang 12ern und Rang 13ern gematcht? Keine Ahnung. Das macht doch so überhaupt gar keinen Sinn.